Hallo und herzlich willkommen zum Loot Chest Unboxing der Märzbox. Ich habe mir heute. Ja, wir haben bald April, das will ich ja jetzt auch gerade erklären, du Schwätzer. Du machst wieder hier alles durcheinander. Nee, egal. Heute mal sind wir hier mal zu zweit. Ich habe mir einen Special Guest hier eingeladen. Ja, und zwar ja, aus folgendem Grund, also ich habe die pünktlich gekriegt, pack sie aber jetzt erst aus, da manch einer hat es vielleicht mitgekriegt, es gab ein bisschen Problematiken bei mir, weswegen sich einiges verzögert hat. Und der Benni ist jetzt quasi hier, weil der wartet immer noch vergebens auf seine Box. Irgendwie gibt es bei Loot Chest, gab es diesen Monat Lieferprobleme. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das nur so halb gekriegt. Also ich habe Post gekriegt, beziehungsweise eine E-Mail gekriegt, in der drin stand, dass in einem Bestandteil der Loot Chest Box, da gab es in der Charge, in der Produktionscharge irgendwie Fehler. Und die Dinger sind zurückgerufen worden oder die haben sie halt nicht rausgeschickt und dann gibt es alternativ dafür etwas. Da das allerdings mit einer gewissen Lieferzeit verbunden ist, kommt die jetzt wohl erst... Also du kriegst nicht die Box? Doch, da ist nur ein Bestandteil drin, der wo in der Charge irgendwie ein Fehler drin war und dafür gibt es einen Ersatzartikel, aber den mussten sie nachbestellen. Okay. Das heißt, ich kriege meine Loot-Chest-Box wahrscheinlich eine Woche, bevor die April-Box kommt. Das heißt, doppelt Spaß. Zwei Boxen auf einmal. So, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, da die hier immer noch stand und ich wirklich eben erst hier das Paketband aufgemacht habe, weil ich natürlich immer bis zur Aufnahme warte, bevor ich selber reingucke, habe ich mir gedacht, da der Benni jetzt hier ist und wir eben raw und unverblümt aufgenommen haben, könnten wir ja auch einfach ein Unboxing zusammen machen und dann sieht der Benni schon mal, was ihn so erwarten wird. Beziehungsweise, so wie ich es jetzt gehört habe, kannst du dich ja dann trotzdem noch freuen, weil du irgendwas kriegen, was anders ist. Entweder freust dich oder ärgerst dich dann. Ja, das weiß man aber bei der Box ja eh nie, ob da jetzt alles geil ist. Wer weiß, ich hätte halt gerne mal gewusst, was sie zurückgeschickt haben. Weißt du, was das ist? Genau. Also, hätte ich gerne mal so, gewusst. Aber dann lass uns jetzt nicht lang drum rumkommen. Wir gucken jetzt mal rein. Ich bin echt gespannt. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal das Heft. Da ist irgendeine Decke drin. Oh Gott, eine Filzdecke. Hier haben wir schon mal das Heftchen. Wunderschön, wie immer. Ja, ich halte es wieder in die Kamera. Gehen wir nachher natürlich die Preise. So, wir fangen mal an. Oh Gott, toll, 3 Euro. Das ist schon mal geil. Wird das? Na, Ghostbusters Sticker. Vinyl-Sticker. Nee. Oh, das sind sogar mehrere. Guck mal, das ist der dicke Slimer, dann hier der Ecto. Das ist nicht Slimer, das Logo. Da ist Slimer, da ist nochmal klein und da ist I ain't afraid of no ghost. Da weiß ich, was mein Auto kommt. Nochmal, ich mach nochmal ein bisschen. So, jetzt sollte man, jetzt ist der Benni weg, jetzt bin ich weg. Ist egal. Sollte man sehen können. Geiler Scheiß. So, da haben wir das schon mal als erstes. So, dann ist eine G2A.com Giftcard dabei. Stolze 3 Euro. Ich sag mal, besser als nix. Muss ich mal gucken, was da für 3 Euro gibt. Oder was ich noch drauflegen kann. Was sind das? Süßigkeiten wahrscheinlich. Airheads. What the fuck? Ich glaube, das sind, zeig mal. Das sind, das sieht aus wie, an wie Fritz. Darf ich reingucken? Nein. Gut. Wird erst nachher geguckt. Zeig mal. Ja, noch wird spekuliert. Das fühlt sich an wie Fritz. Kannst ja mal drauf knautschen. Was ist das? Was steht drauf? White Mystery. Was ist das? Ja. Also Fett ist nicht viel drin und guck mal, das ist so gut. Mal in die Kamera halten. So gut wie nichts drin. Zeug. Keine Ahnung, was das ist. Ja. Vielleicht Fritt, ja, das könnte sein. Oder keine Ahnung, wir werden es sehen. Kommt jetzt auch erstmal hin. So, was ist denn das hier? Schlüsselanhänger von Sonic. Oder was? Ne. Backtags. Ah ne, so ein... Alter, der ist ja riesengroß. Den packen wir gleich drauf. Was ist das? Also so ein Anhänger. Ach, hier für den Koffer oder für den Rucksack? Für den Koffer ist das so ein Anhänger. Hier hinten drauf sieht man es. Ist ja geil. Anhänger. Weißt du was, wir machen es jetzt mal auf. Guck mal rein erst. Ach ja, kann man es sogar aufmachen. Das ist natürlich praktisch. Das sieht gut aus. Den habe ich. Was sind das? Das ist der Dings. Wie heißt der? Der Prof. Bitteschön. Das ist der. Ich kenne mich mit Sonic so wenig aus. Da hinten kann man dann halt hier so Name und so ein Scheiß drauf. Wie heißt der Typ? Ich kenne mich mit Sonic zu wenig aus. Ja, ich auch. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Böser. Das ist ein Böser. Ja. Okay, dann haben wir das ja schon mal geklärt. Dann WDF. Ach, das ist der. Ah, das wurde angekündigt in der Loot Chest Gruppe. Ein Tattoo oder was? Nee, das ist müsste der Autoaufkleber sein.
Also so wie der beschichtet ist, ist der, glaube ich, halt regenfest und so. Das wurde in der Facebook-Gruppe Loot Chest wurde das angekündigt, dass der demnächst irgendwann kommen soll. Sehr cool. Und jetzt habe ich was gesehen, da freue ich mich nicht, noch nicht so wirklich drüber. Ja. Der Film Batman vs. Superman Spielkarten. Weißt du was? Aber gut, Spielkarten sind immer okay. Also, der Film soll ja nicht so dolle sein. Nee, der Film, ja, irgendwie die Fans sagen ja, die Kritiker sagen nein. Ich mir denke, so toll, werdet euch doch mal einig. Gucken wir doch mal. Ach, aber die sehen auf jeden Fall ganz nice aus. Wir irgendein Beispiel, irgendeine Beispielkarte. Oh, ja, ich, oh, hallo, was ich will mal hier, wir gehen es mal hier so ein bisschen durch. Dass mal die Leute auch Sachen sehen. Da haben wir jetzt Wonder Woman. Ja, schön. So, hier vorne war irgendwo Batman dabei, glaube ich. Ja. Laser. Da ist Superman, wo mein Finger drauf ist. Also an sich, die sehen, finde ich aber schon mal, sind ein paar geile Dinger dabei. So. Das sind sogar wirklich die vom Film. Also man sieht hier wirklich, das ist der, wie heißt der? Henry Cavill. Da sieht man schon so am Gesicht, dass der dem nachempfunden ist. Der sieht jetzt nicht, doch, der sieht aus wie Ben Affleck im Gesicht, doch scheiße. Ja. Weil, wo ist Wonder Woman? Ja, doch, die sind wirklich, das sind wirklich die von. Aber trotzdem gezeichnet, ne? Das ist. Ja, gut, das kann ja auch so ein Effekt-Ding sein. Ja, aber sehen gut aus, die Karten, finde ich. Ja, also hat muss was. Man jetzt und nicht unbedingt Fan von. Oh, guck mal, die ist auch geil, das Ass. Sieht auch nice aus. Und pass auf. Aber guck mal. So, ist sogar, cool. Leute, ist sogar von. Wenn man es hier sieht, ASS, das Altenburger Blatt, also wirklich gute Karten. Wo auch die normalen. Hier sieht man zum Beispiel mal ein Ass. Nee, von denen sind auch die normalen. Das nächste. Die normalen Spielkarten. Ja. Ja, ganz normale Spielkarten. Dann noch ein Ass. Oh, hier sind sogar richtige Filmbilder drin. Mal gerade in die Kamera halten, bitteschön. Mensch. Nicht schlecht. Mhm. Also ich meine, ich habe einen Film noch nicht gesehen, ich bin da auch immer. Nee, es sind halt auch qualitativ gute Karten, also so wie sie sich anfühlen, finde ich. Und ja. Ja, wie gesagt, auch vom Altenburger, das, von diesen Altenburger auch Spielkarten. Dings Jesse Eisenberg, ne, heißt er. Ja, okay, top. Also Spielkarten kann man ja immer gebrauchen. Packen wir mal wieder ein. Da ist ein T-Shirt drin, ne? Sehe ich gerade. Aber wir nehmen jetzt erstmal die komische Decke hier. Eine Super Mario Fließdecke. Wie geil! Ach du Scheiße. So sieht die aus, oder? Schätze ich mal, ja. Ja, könnte hinkommen. Guck mal. Ja, das müsste so ungefähr sein vom Motiv. Also ist hier cool. Mario, Luigi und hier der komische Toad. Toad, genau drauf. 1 Meter auf 1,50 Meter. Naja, toll. Fließdecke. Ist jetzt nicht so viel. Die sieht wieder raus. Also vor allem für mich. Die wurde extra für Loot Chest produziert anscheinend. Also jedenfalls ist Loot Chest da hinten drauf. Und Nintendo, Official Nintendo Licensed Product und Loot Chest steht da drunter. Krass. Ach, sogar. Haben die Connections, die Herrschaften. Hat sogar ein Ökotextil drauf. Also nichts Schlechtes, ja. Also wirklich. So, vorm T-Shirt. Ne. Was sind das? Komm mal, das legen wir. Ey, geil! Ein Batman Multitool. Ne. Wie geil ist das denn? Ein Batman Multitool mit Flaschenöffner und zwei Schraubenziehern. Nee, oben ist noch und ja gut, Schlüssel-Dings. Ja. Aber mit Schraubenziehern, na gut, muss man pack mal aus. Ich will mal kurz gucken. Nein, ja, wie soll ich denn die Scheiße. Du kennst diese Verpackung. Da brauchst du auch ein Multitool, um die Scheiße aufzukriegen. Na, ich wollte mal gerne die Dings sehen. Die also was? Die Beschaffenheit, weil. Ob es kaputt geht. Ja, ich meine Schraubenzieher. Oh, muss ich jetzt mitten im Video? Nein, musst du nicht. Doch, muss ich jetzt. Die Schere holen, beziehungsweise einmal schnell schneiden. Ich müsste sogar noch halbwegs im Bild sein. Nee, ich bin wieder beim Kopf. Oh, fast ausgerutscht hier. So. Nee, weil das ist. Ich habe hier öffnet. Wenn ich. Hallo? Scheiß auf den Bear Grylls Multitool, ja. Es gibt jetzt ein Batman Multitool. Oh, das ist aber doch das ist richtig Metall. Boah, das ist schwer sogar. Das ist echt ui. Boah, das am Schlüssel weiß ich noch nicht, ob ich da so Bock drauf habe. Von Peladon, keine Ahnung, ob es das gibt. Aber auf jeden Fall. Hier, guck mal, sogar ein Kreuzschlitz und schwer Dings. Zeig mal. Aber das ist echt schwer. Das ist richtig schwer. Hier nochmal gerade so in die Kamera. Also nichts Schlechtes. Kamera gehalten. Gut, wie lange die Beschichtung drauf
hält, wenn man es richtig beansprucht. Ja, natürlich logisch, nicht lange, aber... Aber an sich ganz geil. Nur viele Spitzen, die man sich in den Oberschenkel rammen kann, wenn man eine Hosentasche hat. Nichts für die Hosentasche, richtig. So, und dann haben wir als letztes ein, ich habe keine Ahnung, Songbird. Nee! Ah, das ist hier... Scheiße! Kruzifix. Ah, ich halte es mal in die Kamera, dann fällt es mir wieder ein. Bioshock. Bioshock 3. Geiles Spiel. Ein Misch-T-Shirt aus Batman, aus den 60ern quasi. Ja. Und Bioshock 3, der Songbird, der, wenn ich mich jetzt nicht vertue, aber das müsste der sein, der auf Elizabeth aufpasst, sage ich mal. Hast du Bioshock 3 gespielt? Ja, aber ich wusste auch gerade nicht mehr, was Songbird war. Doch, das Spiel hat mich total geflasht. Vor allem das Ende. Also da habe ich absolut nicht mit dem Ende gerechnet. Wir wollen ja jetzt auch keinen spoilern. So, gehen wir mal den Dings durch. Hier müsste ich es auch mal hinschaffen, auf den Feature-Channel. So, oh, die haben es gibt ein neues Design von der Aufteilung her. Ich halte es mal noch näher dran, dann können wir so ein bisschen drüber schielen. So, das finde ich ganz cool. Also, fangen wir mal an. Wo ist es? Hier. Das Sonic Backtech hier, wo man die Adresse draufschreiben kann, kostet stolze 2,99 das Teil. Da zahlst du allein 75% für die Produktlizenz. Mhm. So, das Songbird steht da jetzt nochmal. Ja, Bioshock 3, Bioshock Infinite natürlich. Ne? 3. Also es war quasi 3, aber es heißt natürlich Bioshock Infinite. Das T-Shirt Songbird Batman kostet 14,95. Also ich find's geil. Ich find's echt geil. Freue ich mich sehr drüber. Ich fand ja das Mashup-T-Shirt hier schon geil. Von Fallout und Borderlands, weil ich so ein Borderlands-Fan bin. So, die Mario Super Mario Fließdecke. 12,99. Oh. Also wir sind jetzt schon bei weit über, also wir sind schon bei 30 fast. Oder sind doch, wir sind schon bei 30 Euro. Kartenspiel, Batman vs. Superman, 6,99. Das geht aber eigentlich, finde ich, so für ein Kartenspiel. Na, so ein Altenburger Kartenspiel, ja, bezahlt es auch schon 4 Euro für normales. Airheads. Achso, das ist das. Was ist, jetzt wissen wir auch, was das ist. Lest mal. Airheads. Diese Zuckerstangen mit Ballon-Logo kommen direkt aus den Vereinigten Staaten hergeflogen, haben ihren Landeplatz in Luches gefunden. Doch ihr endgültiges Ziel ist dein Mund. Also reiner mit. Ah. Marktpreis tasty. Also weiß ich bis jetzt immer noch nicht, was es ist. So, dann hier das Sticker-Set von den Ghostbusters, was wir als erstes rausgefischt haben. 3,99. Boah, das ist hart. Für einen Aufkleber. Oh. Das ist viel. Ja, wobei, das ist ein Vinylaufkleber. Das heißt, du weißt, ein Vinylaufkleber, der hält halt schon ein bisschen länger. So, und, Alter, das ist ja wie ein Schlag. Alter, das ist ja echt wie ein Schlag. Das darf man auch, nee, da brauchst du dir das hier, die Spitze. Ja, ich hatte es gerade hin, mir das so in der Hand drin. Ja, das Batman Multitool ist der Plus-Artikel in der Loot Chest diesen Monat. Und kostet stolze 10,95 Euro dafür, dass man sich den eigenen Oberschenkel aufspießen kann. Schön. Ne? Jo. Oder es als Schlagring benutzt und sich selber. Warte mal, was ist denn andersrum? Funktioniert sogar. Du willst jetzt doch kein im Internet anleiten zum Schlagen. Ja, ich sag mal, es ist ja nicht wirklich ein Schlagring. Also es ist ja nicht ein Ring. Ja, aber du brichst dir selber nicht die Hand, wenn du schlägst. Bisschen, ne? So, sage ich jetzt mal nichts zu. Der Batman Multitool Schlagring. Ja, 10,95. Also wir sind beim Haufen Geld. Mal wieder mit der Loot Chest. Aber ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz cool wieder. So, ich sag mal, hiermit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Muss ich mal ganz klar sagen, weil ja, brauche ich mir jetzt nicht an den Rucksack hängen oder so. Kartenspiel kann man immer gebrauchen. Vor allem eigentlich ein echt ganz cooles. Das Ding, wie gesagt, am Schlüsselbund ist ein bisschen kacke, weil... Aua. Aua. Mhm.
Also ich habe mir jetzt mal ein Taschenmesser in der Hosentasche aufgegangen. Das hat auch echt wehgetan. Ich habe es gerade noch gemerkt beim Hinsetzen, habe mich nach hinten fallen lassen und sonst hätte ich es mir in die Leiste gerammt. Und das könnte mit dem, ich meine, das Teil ist auch echt nicht gerade klein. So. Tja, es passt auch nicht unbedingt in jede Hosentasche. Genau. Könnte sehr schmerzhaft werden. Ja, Ghostbuster-Stickers. Ja, findet sich schon irgendwo ein Platz. Genauso für den Loot-Chest-Sticker, aber der war ja auch wieder der war ja umsonst. Ja. Was zu naschen ist auch immer geil. Fließdecke. Ja, ist lustig. Würde ich jetzt mal. Ja, halt vielleicht. Da ist Zoe. Ja, guten Tag. Vielleicht. Kannst du mal guten Tag sagen? Komm mal her. Kannst du mal über den Tisch laufen da? Sag mal hier. Da sollst du Hallo sagen. Nicht? Gut. Ja, guten Tag. Ja. So, aber ja, das Highlight für mich absolut das Batman Songbird Mashup T-Shirt. Also das feiere ich da und das finde ich echt richtig nice. Die T-Shirts sind eh immer irgendwie geil. Es sind immer coole Sachen dabei. Ja? Immer. Stimmt. Also es gab ja auch einmal das Halo T-Shirt mit dem Halo-Helm drauf. Ich bin eigentlich überhaupt kein Halo-Typ, also habe ich nie so wirklich gespielt, außer bei den Cousins auf der Xbox im Multiplayer. Aber ich finde das T-Shirt trotzdem geil. Ziehe ich auch regelmäßig an und so. Mad Max T-Shirt war schon mit drin. Ach ja, genau. Stimmt, da auch richtig geil. Saugeiles Shirt. Immortan Joe's Custom. Ja. Auch saugeiles T-Shirt. Also T-Shirts sind echt immer richtig nice in den Kisten. Da kannst du sagen, was du willst. Jo. So, haben wir hier noch was drin? Nö. Nö, ein bisschen Werbung. Werbung. Wobei, das fand ich ganz witzig hier. Werbung für Pummel-Einhorn.de. Toll. Ne? Ja, das war dann die Loot-Chest für März und quasi da ist jetzt der 31. Das ist nicht voll spät dran mit dem ganzen Kram. Kommt in 2 Wochen dann die nächste Box und wieder ein Unboxing-Video. Kannst ja mal sagen, was vielleicht bei mir anders drin war. Genau, dann du sagst mir das und dann sag ich es im nächsten Video, wenn ich dann wieder alleine hier sitzen sollte. Beziehungsweise was das war, was da irgendwie genau, nicht was rein der Unterschied ist. Ja, genau. So, und ja, damit verabschieden wir uns dann jetzt hier zu diesem Unboxing und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn es gut war. Gerne auch ein Abo und dann sehen wir uns quasi in 2 Wochen beim nächsten Unboxing. Bis denne. Tschö, tschö. Wieder zu lang. So, ja, viel zu lang. Bonusvideo. Wir essen jetzt dieses komische. Ich krieg's schon nicht mal raus. Das. Boah. Guck mal. Warte mal. Ich mach's von der anderen Seite auf. Wir haben jetzt gerade beschlossen, wir essen jetzt dieses Ding hier. Mutprobe. Was es ist. Wir teilen es nicht. Warte mal, ich muss. Das sieht aus wie Zahnpasta. Alter, ich muss gerade mal mein Kaugummi weg. Warte mal. Ich glaube, es ist Zitrone. Ich freue mich. Ich esse ja, ich esse so gern sauer. Mann, ich krieg die Scheiße nicht auf. Das backt wie Sau. Und das hält schon 3 Seiten auf. Also, wenn da sowas ist wie Mau am, dann ist er eh ekelhaft. Boah. Das riecht übel. Boah. Ach, herrlich. So, ich packe das. Riecht wie Generalberg. Das riecht wie Generalberg. Voll, voll klitschig. Gib mal her, ich will auch mal anfassen. Komm. Bitteschön. Guten Abo. Boah, es riecht eklig. Na, das ist Zitrone. Und es bappt an der Zähne. Mhm. Wirklich wie Frit. Irgendwann schmeckt es nicht mehr so nach Zitronen. Naja. Hast du jetzt komplett reingeschoben? Du spuckst alles voll. Du Ekel. Ich muss eh gewaschen werden. 1% Fett? Und 9 Gramm Zucker. Warte mal. Boah, im Abgang echt bescheiden. Ich räume mal gerade hier wieder auf. Sodium, 10 Milligramm. Was soll das Sodium? Total Carb, 14 Gramm und ja, davon Zucker 9. Ich will jetzt nicht alles vorlesen. Also ist, lecker. 60 Kalorien. Was? Gab's schon Besseres. Von du hast ja jetzt nur 30 gegessen quasi. Von so einem Scheiß. Also. Schön mit Ö. Igitt.